Moin, ihr kleinen Filmlümmels. Ja, heute wieder ein Sonntagspodcast mit Rox und wir besprechen, wir haben unseren Arsch diese Woche ins Kino bewegt und wir besprechen Smile 2. Metal, Leute, Doppelmetal. Ich bin's, der König von Takatukoland und euer Film-Podcaster hier an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt Smile 2 nicht gesehen. Ja, da kommen wir jetzt mal zu. Also, ich habe da auch so wieder mehrere Meinungen zu dem Film, weißt Oh, ich habe da eine ganz, 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 ganz klare Meinung zu. du? Aber ja, erzähl du erstmal. Ja, was trinkst du denn gerade? Ich trinke köstlichen Kaffee von Mövenpick und nebenbei habe ich noch so ein halbes Glas Weißwein neben mir. Von Rusbach. Ein Sauvignon Blanc, mein Lieblingswein. Widerliches Zeug. Nein, ich liebe Wein. Dazu brauchst du 2 Liter Wasser für einen so einen Schluck Wein, sonst gehst du kaputt. Nein, in Vino Veritas. Ne, so. Ja, aber nicht in so einem Trockenfurz. Doch, ich liebe das. Nee. Ey, wenn ich lieblichen Wein trinke, habe ich das Gefühl, ich trinke Sirup. Ach so ein Quatsch. Veritas liegt im lieblichen Rotwein. Na, oh, von Rotwein bekomme ich richtig einen Pelz auf der Zunge. Ich nehme Rotwein, wenn ich irgendwas koche. Du Aber bist aber nicht. schon, du gehörst schon der menschlichen Rasse an und stammst von diesem Planeten. Weil einen Pelz von der Zunge kriegt man noch von diesem Ja, so ein Trockenmist. bisschen wahrscheinlich schon. Aber Rotwein geht für mich gar nicht, tatsächlich. Also ich habe es mehrfach versucht. Ich kann Rotwein nur quasi zum Kochen benutzen. Wenn es um Fleisch geht, und ich, wie du weißt, ich esse nicht so viel Fleisch, also eigentlich gar nichts. Wenn ich aber für die Person, die mit mir ist, quasi ein Gericht mit Fleisch koche, dann benutze ich ge sehr gerne Rotwein. Weißwein benutze ich auch gerne zum Kochen und vielleicht kippe ich den manchmal auch ins Essen, aber sehr selten. Ja, ich koche auch sehr gerne mit Wein, vor allem in meinen Gulasch. Da gehört eine ganze Flasche Rotwein rein. Das stimmt, das stimmt. So in Gulasch, hier, wie heißt das? So Bolognese. Rinderrouladen, Bolognese alles, kommt was auch gut. Rind hat, muss Wein haben. Ja, irgendwie schon. Oder wild, Ja. ne? Oder wild. Und wild auch, ja klar. Ich habe Aber ich bin wirklich mal ein einen. trockener Weißweintrinker. So. Und jeder, der sich irgendwo mal in Wein reinarbeitet, der wird mich gerade fühlen. Und Nee, die anderen niemand werden fühlt das. sagen: Roxo, du Nie, Hurensohn. niemand fühlt das. Widerlich. Widerlich. Doch, doch. Also ich kenne ja mehrere, die es fühlen. In meinem Privatleben auch. Ne? So. Ich kenne Ich habe keine jeden einzige Dienstag einen Person. Weinabend. Ich kenne keine einzige Person. Keine, die trockenen Also Wein ich kann dir mag. sagen, ich hab jeden Dienstag einen Weinabend mit sehr vielen verschiedenen Leuten, die alle trockenen Weißwein trinken. Wirklich aus jeder Gesellschaftsschicht. Weißwein ist echt eine super Sache. Kennt ihr euch alle aus Trockener der Weißwein. Irrenanstalt oder was? Nee, es sind wirklich auch Politiker dabei. Weißt du was? Lass uns diesen Weinquatsch jetzt mal lassen. Ich finde sogar halbtrockenen Wein kacke. Warum denn? Das ist doch Aber guck fürchterliches mal, Zeug. zum Beispiel Bier ist doch viel bitterer als halbtrockener Wein. Bier ist geil. Apropos Bier, ich hole mir mal schnell ein Bier. Ich Und finde Bier du. nicht geil. So, ich kann im Sommer, das kann ich zugeben, im Sommer kann ich mal so ein Alster trinken, wenn das wirklich eiskalt ist und es draußen irgendwie so 40 Grad hat, ne? So 39, 40 Grad, kann ich so ein Mischbier vertragen, wenn das an dem Bierglas draußen runterpeelt. Ne? Wenn es so heiß ist und das Bier so kalt ist, dann kann ich das vertragen. Ansonsten bin ich ein absoluter Weintrinker. Ich habe früher immer gedacht, so, ey, Männer trinken Bier, deswegen trinke ich auch Bier. Ist heute nicht mehr so. Ja, mit Männern hat das ja nichts zu Entschuldigung. tun. Ich trinke wirklich sehr, sehr gerne Wein. Ja, ist ja auch nicht schlimm, brauchst du dich ja nicht für entschuldigen. Ich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber ist ja nicht mein Problem. So, und wo du es Naja, gerade passt ja ansprichst, hole ich manchmal. mir mal einen kalten Gerstensaft. Du, jetzt, wenn ich weg bin, gerade dann kannst du mal ein bisschen reden hier. Okay. Leute, wie war meine Woche? Meine Woche war relativ unspektakulär. Es gab halt ein bisschen Trouble auf Gannis Kanal, es gab ein bisschen dies, das, aber ansonsten war meine Woche relativ unspektakulär. Ich habe Cocaine Coast gesehen, eine sehr langweilige Serie. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich nichts zu berichten.
ich war beim Barbier. Mein Barbier hat quasi sein Personal ausgewechselt. Ich bin damit sehr, sehr unzufrieden, weil was der quasi vorher konnte, in 10 Minuten macht der andere jetzt in 40 Minuten. So. Ja. Ja, du, deine Biografie kannst du dir von anderes mal aufheben. Ich habe hier nur versucht, quasi Sendezeit zu füllen. Ne? Watchtime ist das Stichwort. Ich wollte noch einen Gruß raushauen, und zwar an Rolfs Filmkritiken. Der hat einen echt stabilen Filmkanal, also der hebt sich schon ein bisschen aus dieser komischen Film-Community da oder was das da sein soll ab. Der hat Aufrufe teilweise abartig, ja. Also der hat so, ich glaube, 7000 Abonnenten in dem Schnitt, der hat oftmals sechsstellige Aufrufe da, ne? Oder fünfstellige häufig. Und der hat mich getaggt. Das werde ich, wenn ich es morgen, du weißt ja, morgen habe ich viel zu tun, aber wenn ich es morgen hinkriege, werde ich diesen Tag dann morgen mal machen. So ein Film-Tag, okay. Ne? Ansonsten, im Vorfeld dieses Podcasts ist mein Rechner mega abgeraucht. Gannis Internetleitung genauso. Ja. Also ich sag mal, mein Rechner ist das Braun und Ganni ist das Beige in dieser Zusammenarbeit. In diesem Regen. Was kommt dabei raus? Kacke. Ja, ey. Ich freue mich, ich kann dir wirklich sagen, ganz ehrlich, so straight from the heart, ich freue mich die ganze Woche darauf, mit dir quasi am Wochenende einen Podcast zu machen, egal was dazwischen passiert, es sind Sachen dazwischen passiert, müssen wir jetzt ja nicht ansprechen, aber ich freue mich, dass du mir einen Film schickst, guck dir den an. Macke, guck dir den an und ich guck mir den an. Und freue mich darauf, das mit dir zu besprechen. Und das nächste Mal, mein Lieber, würde ich dich bitten, wenn wir einen Film besprechen, den ich vielleicht nicht kenne oder lange nicht gesehen habe, und du weißt, da drinnen sind Jumpscares, sag mir vorher Bescheid. Dann nehme ich mich selber auf, während ich mir den Film angucke, wenn er nicht im Kino läuft, und werde einfach diese Szenen herausschneiden, wie ich hier fast vom Stuhl falle, weil ich einfach Jumpscares. Die kriegen mich immer. Ja, Rox ist so eine kleine Pussy. Und dann kannst du das gerne als Intro verwenden. Mach mal so, aber die schneidest du meine da Woche zusammen. Nicht viel passiert, muss ich tatsächlich gestehen. Sehr schön. Du, ich würde jetzt gern zum Film kommen. Okay. Darf ich den ersten Teil besprechen? Du besprichst den zweiten Teil, weil ich habe zum ersten sehr, sehr viel mehr zu sagen als zum zweiten. Ich habe zu beiden ein bisschen was zu sagen, weil ich habe mir, nachdem ich im Kino war, ja den ersten auch nochmal angeschaut, ne? Für unseren Podcast natürlich auch. Mhm. Und ich fange erstmal direkt mit dem Regisseur an, dann kannst du loslegen, okay? Mhm. Dann haben wir den schon mal abgehakt. Das ist dieser Finn, Parker Finn. Das ist ein junger Butschi, das ist ein ganz, ganz neuer Filmemacher, irgendwie, zumindest glaube ich das, Leute. Ihr wisst, ich bin kein Pro. Der ist erst so Mitte 30 ungefähr und der hat auch nur diese beiden Filme gemacht. Also Smile und Smile 2. Aber er hat auch einen Kurzfilm gemacht. Irgendwas mit Schlafen. Ich habe vergessen, wie der heißt. Laura. Also da geht es darum, dass eine Frau Albträume hat und zum Psychiater geht und dem davon erzählt, das sind immer wiederkehrende Albträume von einem Mann, der sie anlächelt. Und darauf basiert dann diese beiden Kinofilme, die er gemacht hat. Okay, also, das wusste ich gar nicht. Aber ja, also Smile und Smile 2. Von Terrifier ist ja quasi auch New Hallows Eve der Ursprung, ne? wo der Clown ja fast gar keine Rolle spielt. Ja, das ist ja Art, ne? Ich glaube, das ist Art. Genau, Art der Clown. Mhm. Ja, gut, Terrifier interessiert mich jetzt nicht so. Aber Smile und schon. Smile 2 basieren halt auf diesen, hat nicht geschlafen, Kurzfilm da. Und wenn einer von euch weiß, wo ich den gucken kann, legal, schreibt's mal bitte in die Kommentare. Auch illegal. Dann könnt ihr das mir in die Kommentare schreiben. Ja, mir dann weiter. Bitte nicht. Ja, leg los. So, der erste Teil fängt an. Im Großen und Ganzen haben wir eine Psychologin, Psychiaterin. Ich glaube, Rose heißt sie. Berichtige mich, wenn ich falsch liege. Rose. Die eine Patientin bei sich hat, die eigentlich eine Krankenschwester ist. Diese Krankenschwester hat dabei zugeguckt, wie ein Patient, wie ein Doktor? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sich jemand selbst totgeschlagen. Und sie hat dabei zugeguckt. Der Typ hat gegrinst. Also ich breche das mal runter. So, ne? Ich lasse mal den ganzen Nebenplot beiseite. Ich breche das mal runter. Sie hat dabei zugeguckt.
Und sie sitzt dann bei unserer Hauptprotagonistin quasi in der Praxis, in dem Zimmer, wo sie Leute behandelt, wo sie Leuten zuhört. Und da kommt der erste Jumpscare, wenn sie so sich mit dem Stuhl so umwirft. Und sie erzählt ihr dann auch von wegen so, ja, und ich sehe Sachen und das war vorher nicht so. Und dann fängt die an zu grinsen irgendwann und schneidet sich selbst ja mehr oder weniger den Hals auf. Und Rose sieht das. Und in diesem ganzen Universum von Smile ist es so, man weiß nicht, ist es ein Dämon, ist es ein Fluch, das wird nicht erklärt. Ist es so, dass wer sieht, wie jemand anders sich selbst umbringt und dabei so dämlich grinst, der nimmt diesen Fluch auf sich und wird der Nächste sein. Die meisten haben dann irgendwie eine Woche, 4 Tage bis eine Woche überlegt. Also, ich habe da schon eine feste Meinung zu, was das ist, dieses Smile. Ich denke, dass das, nämlich genau das, was du gesagt hast, in einem ist. Ein Fluch in Form eines sehr großen, fleischigen Dämons. Und dieser also Dämon, dieser Fluch, der braucht Würze. Diskutieren, worum es da eigentlich geht. Ich würde aber erst gerne quasi die Story kurz zusammenfassen und danach würde ich gerne mit dir darüber spekulieren, sozusagen. Ja, mach das. Also, sie hat dann so diesen Fluch auf sich und ihr Leben geht normal weiter. Sie hat auch ihren Macker da irgendwie, der bei ihr ist. Sie hat wenig Zeit für die Familie, weil sie sehr viele Überstunden macht und so weiter. Und dann geht sie so an verschiedenen Patientenzimmern vorbei und dann sitzt da wieder einer, der grinst und sie sieht Sachen und sie merkt dann irgendwann, okay, ich habe irgendwie anscheinend diesen Fluch oder diesen Dämon auf mir. Sie wendet sich dann auch irgendwann an ihren Ex-Partner, der Polizist ist, um einfach so, ey, pass mal auf, ich hatte, ne, der sie auch vorher verhört hat und so, ne, wir fassen das Ganze mal kurz zusammen. Sie ist dann quasi bei dem und sagt zu ihm, ey, hast du Zugriff auf die Polizeiakten, lass uns mal gucken, ich habe hier irgendwie diese Patientin gehabt, die hat den und den sterben sehen. Kannst du sehen, was davor war? Und der bekommt irgendwann raus, ey, es gab schon 20 Typen davor, die immer wieder jemanden haben sterben sehen und dann selbst gestorben sind, auf brutalste Art und Weise. Außer einer, der hat jemand anders getötet. Also dieser Fluch, dieser Dämon, wie auch immer, möchte gerne einen brutalen Tod sehen und dann springt er über. Das heißt, hätte ich das jetzt und würde dir quasi sehr brutale Gewalt antun, bis du stirbst und deine Frau würde zugucken, würde der Fluch von mir auf deine Frau überspringen. Das Ganze endet dann quasi, dass sie denkt so, okay, wenn mir keiner zuguckt, wie ich mich selbst umbringe, dann muss ich alleine sein. Und man erfährt früher in der Geschichte, dass sie ihrer Mutter beim Sterben quasi zugeguckt hat und ihr nicht geholfen hat. Das erfährt man erst später. Zum Anfang ist so, sie konnte ihr nicht helfen. Später erfährt man so, sie wollte ihr nicht helfen. Und dann fährt sie quasi in ihr Elternhaus. Und da sieht sie dann ihre Mutter, die mit ihr redet. Und das ist aber alles immer der Dämon. Dann kommt dieser Polizist und irgendwann fängt er auch wieder an zu grinsen. Also das passiert sehr, sehr viel in ihrem Kopf, in ihrer Psyche. Und da ist eine Szene dabei, die ich sehr, sehr nachvollziehen kann. Ein Zitat, was ich sehr gerne unterschreiben möchte, ist so, vor deiner Psyche kannst du nicht fliehen. Und das ist so das Hauptzitat aus diesem Film. Dann am Ende des Films übergießt sie sich mit Benzin, zündet sich selber an und der Polizist ist dann in echt da, also ihr Ex-Freund, und guckt ihr dabei zu. Und da endet der Film quasi. An sich muss ich sagen, ein Film, den habe ich jetzt schon zweimal gesehen. Das erste Mal, wie gesagt, also wir haben es privat schon besprochen. So, ich war zu dem Zeitpunkt nicht alleine hier, habe mir den nicht alleine angeguckt. Ich war ein bisschen abgelenkt und der hat mich beim ersten Mal sehr gelangweilt. Beim zweiten Mal habe ich ihm quasi mehr Aufmerksamkeit geschenkt, habe aufgrund unseres Podcasts einfach zugeguckt und habe mir das angeguckt. Der Film hat für mich keinen Horror.
Also beide Filme nicht. Der Film hat für mich Jumpscares. Und deswegen mag ich den auch nicht, weil ich einfach kein Freund von diesem billigen, ich erschrecke dich mal kurz bin. Ich hätte es lieber, wenn der Film mich gegruselt hätte. Und das hat er überhaupt nicht. Ja. Ja, also erstmal zu Smile 1. Lass uns erstmal über den Dämon quatschen. Ja? Oh. Also das ist für mich klipp und klar. Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Nö. Das ist für mich. Mach ich trotzdem. Alles, was wir an CGI sehen, im ersten und im zweiten Teil, ist mega schlecht gemacht. Das siehst du, dass das komplett aus der Konserve ist. Wenn sich Leute das Gesicht runterreißen, wenn da jemand in den anderen reinkriecht. Alles, was CGI ist, ist sehr, sehr schlecht. Also ich fand es gar nicht so übel. Vor allem insbesondere finde ich den Schnitt und die Kameraführung mega. Man kann jetzt von Smile halten, was man will. Das ist, für mich ist das definitiv ein Horrorfilm. Also beide. Für mich irgendwie nicht. So. Doch. Wirklich nicht. Und das war der erste, ich fand den gut. Den hätte man alleine stehen lassen sollen. Also man hätte das mit dem offenen Ende so stehen lassen sollen. Weil der war für sich alleine gar nicht so schlecht. Das ist kein Spitzenhorrorfilm wie Der Exorzist oder so. Das ist aber auch kein Scheißhorrorfilm wie jetzt Shark Lake oder sowas. So, das ist, ja, ich mische wieder Genres im Horror. Untergenres. Ich liebe schlechte Haifilme. So, ich habe da echt noch Schwäche für. Ne? Ja, so, wirklich dann guck Haifilme. Aber ich finde, der ist schon ganz gut. Den kann man sich auf jeden Fall anschauen, Smile. Ist der wirklich ganz gut? Also in meinen Augen ist der nicht gut. Der ist nicht doch, gut. Doch, ich finde, es war auch halt einfach mal was anderes. Und schauspielerischen Leistung her fand ich, die waren top, die Darsteller. Allesamt. Insbesondere die Rose. Großartig. Also großartiges Kino von der Mimik her, ne? Die muss einzige in dem Film, die irgendwie was bringt, finde ich. Ja, man sieht ja auch fast nur sie, ne? Und aber mal ganz davon abgesehen, wenn ich dich frage, nenn mir mal 10 gute Horrorfilme, wäre der Film darunter? Also in meiner Liste nicht. Nein, dafür gibt es viel zu viele großartige. Ne? Aber der ist vielleicht nicht mal in den Top 50. Aber das ist jetzt kein Film, wo du sagst, oh, das war die totale Zeitverschwendung, scheiße. Den kann man sich schon angucken. Im Gegensatz zum zweiten, der war die komplette Zeitverschwendung. Ja, zu dem kommen wir gleich. Da habe ich, wie gesagt, wieder zwei Meinungen zu. So wirklich Zeitverschwendung fand ich nicht. Der geht ja auch über 2,5 Stunden, musst du bedenken. Dafür ist es recht schnell hingegangen, ne? Aber also ich kann dir den zweiten Teil in 2 Sätzen zusammenfassen. Wir haben einen schlechten Lady Gaga Verschnitt, der die gleiche Story aus dem ersten Teil erzählt. Und uns bringt nichts weiter. Dann erzähle ich da gleich was zu. Aber mal eben jetzt zu dem Dämon, damit wir den endlich mal abgefrühstückt haben. Das ist für mich definitiv ein Fluch in Form eines Dämons, der einen Wirt braucht. Und der wechselt den Wirt. Wenn er dich besetzt hat, grinst du jemanden an und tötest dich dabei selbst. Du musst dich selbst töten vor einem Zeugen, damit er in einen neuen Wirt. Er möchte Menschen töten, er will Gewalt. Mhm. Und das ist ein Dämon. Man sieht den Dämon ja auch in beiden Filmen. In beiden Filmen sieht man den Dämon ja auch. Ich glaube, im zweiten Teil ist er sogar noch mal exorbitant größer. Und aber trotzdem sehr schlecht gemacht und sehr schlecht dargestellt, finde ich. Ja, sieht ein bisschen lecker aus. Ein bisschen so wie für eine Pfanne, ne? mit Wein, du weißt schon. Er ist wie ein Dämon, der ein Mädchen besetzt, die dann schreit, fick mich, wenn du verstehst, was ich meine. Er verändert nämlich die Realität, was du sagtest, die Psyche. Er verändert die Realität der Menschen. Das, was diese Protagonisten da erleben, passiert gar nicht. Das bemerkt man im zweiten Teil natürlich extrem. Ja. Ne? Im zweiten Teil zum Beispiel, wir werden spoilern, Leute. Also wer Smile 2 noch gucken will, werden spoilern. Also, wie immer in diesem Podcast, es wird die Scheiße aus dem Film herausgespoilert. Ja, und ich werde auch das Ende komplett leaken und erklären. Ne? Weil ich glaube, das hat Roxor noch nicht mal verstanden. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich habe es wirklich nicht verstanden. Gut. Glaubst du, dass ich habe jetzt meinen Faden verloren. Ich frag dich gleich nochmal. Erzähl weiter. Ja. Also zum zweiten Teil, die Brücke wird geschlagen durch diesen Polizisten aus dem ersten Teil oder was das war, ne? Ein Kopf war das, ne? Ihr Freund da von Rose. Ja. Der ja dann diesen Fluch auf sich hatte. Und der, da kommt dann, das spielt eine Woche später sogar nur. Der zweite Teil. Aber da habe ich vielleicht einen kleinen Filmfehler erkannt.
warum liegt da Schnee? Weil im ersten Teil, wo das endet, haben wir quasi, das ist ja quasi Sommer, ne? Da wächst das Getreide noch und so. Und im zweiten Teil fangen wir an im Winter quasi. Das ist mir als allererstes aufgefallen. Ich habe den Schauspieler natürlich erkannt, dass es der gleiche ist, aber warum spielt das im Winter? So, ne? Jeder hat nur 7 Tage überlebt. Warum ist er so lange da, dass Winter werden konnte? Nee, ist er ja nicht. Das spielt ja wirklich 6 Tage später. Fängt der zweite Teil. Aber trotzdem liegt da Schnee. Das kann ich dir jetzt nicht verifizieren, weil ich mich daran nicht erinnere. Ich schon. Weil ich mir den Film quasi 2-mal angeguckt habe. Aber wer weiß, wo er war. Vielleicht ist er ja in den Norden gefahren. Aber ich find's für mich als Casual-Zuschauer sehr unlogisch. Ich kann mir so einen Filmfehler kann ich mir nicht vorstellen, so einen bescheuert. Ist er so? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob der erste im Winter geendet hat oder ob im zweiten der im Winter weitergeht. Das weiß ich einfach nicht, da muss ich dir halt glauben. Wenn ihr es besser wisst, Leute, schreibt's bitte rein. Genau, schreibt generell in die Kommentare. Wenn ihr eine andere Meinung zu irgendwelchen Filmen habt, wir erzählen ja nur unsere Meinung. Wir erzählen uns gegenseitig, wie fanden wir den Film. Genau. Wenn ihr eine andere Meinung habt, so ich zitiere mal jemanden, wir können ja alle Freunde sein, ne? So, erzählt uns eure Meinung. Ja. Also im zweiten Teil ist es halt so, dass der Polizist ist halt ein guter Mensch, der wollte eben halt diesen Fluch nicht an irgendwelche unschuldigen Menschen weitergeben, hat es dann bei Hartkriminellen versucht, ne? Bei so einer Drogendealer-Gang. Ja. Ja. Das ist natürlich gehörig schiefgegangen und es hat doch die Unschuldigen erwischt und da geht's dann los, da fängt der Film dann an. Und die Hauptprotagonistin, wow, Skye Riley, ne? Ja, du hast recht, das ist ein Lady Gaga-Verschnitt, aber nur vom Stil her. Die Geschichte, die sie erzählt, ist eher Britney Spears, definitiv. Weil, also wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber unterhalten, du magst sie halt irgendwie sehr gerne und findest sie gut. Die Naomi Scott, die Schauspielerin, ja, absolut. Ja. Großartig. Die hat den Film gemacht. Die hat den ganzen Film gemacht. Also du, ja, natürlich. Aber ich meine, du findest die ja als quasi als Frau gut. So. Ich finde die als Frau gut und als Darstellerin auch. Als Darstellerin, ja, als Frau ist die mir absolut viel zu langweilig. Also ist überhaupt nicht mein Typ Frau. So, das ist halt so ein blondes Püppchen, was da hingestellt wurde. Vielleicht solltest du sie dir angucken. Sie hat nämlich indische Wurzeln und ist schwarzhaarig. Nur für den Film. Das ist doch nicht die Person. Ich kenne sie nur aus dem Film. Ne? Ja, gut. Aber selbst da wurde sie halt ja dunkelhaarig mit langen Haaren gezeigt. Quasi in den Rückblicken, ne? Fotos und hast du nicht gesehen. Das ist schon eine exotische. Das ist kein blondes Püppchen. Also, was ich sagen wollte, diese Skye Riley, um die es geht, das ist halt eine Popsternchen oder ein Star. Das ist ein Popstar, die dann leider Gottes zu diesem Fluch kommt und von diesem Dämon besetzt wird. Und die Schauspielerin ist diese Naomi Scott. Ich finde, erstens, die ist extrem attraktiv, finde ich. Extrem. Zweitens spielt sie unglaublich. Also eigentlich ist die nämlich, glaube ich, Sängerin und Tänzerin. Ich kann mich jetzt irren, schreibt's rein. Aber ich glaube, die Naomi Scott ist eigentlich gar nicht wirklich Schauspielerin, sondern Sängerin und Tänzerin. Und das merkt man auch, deshalb konnte die Rolle auch so gut ausfüllen. Und was sie da spielt, das ist die Skye Riley, dieser Popstar. Und das ist schon vom Stil her wie Lady Gaga ähnlich. Und ich feiere ja Lady Gaga extrem. Ich habe die Biografie gelesen, für mich eine großartige Frau, großartig. Ich höre die Musik nicht. Ich kenne sie halt wirklich tatsächlich nur aus Serien und Filmen. Ich kenne sie von American Horror Story und von dem Joker-Film. Ja, da kannst du mal sehen. Die kann nämlich, Lady Gaga kann nämlich auch schauspielern. Die ist wirklich gut. Die ist ein Talent. Ich finde die von der Person. Dass es den Joker 2 gibt, ne? Weil ich glaube, wir hätten mehr daraus rausholen können. Ja, kannst du ja dann auch nicht. Was willst du da rausholen? Egal wie gut du bist. Da hätte auch Robert De Niro nichts weiter rausgeholt. Nee, das stimmt. Hast du recht. Aber diese Naomi Scott, die ist halt, die wirkt, die sieht toll aus, finde ich, großartig. Die ist nicht so ein Magerpüppchen. Ich finde die toll, die hat so eine Jennifer Lopez-Figur. Ich finde das geil. Und die spielt aber quasi die Lebensgeschichte von Britney Spears. Ne? Die lebt in einem goldenen Käfig, die wird unter Druck gesetzt von ihrer Mutter, die sie unbedingt zum Star haben und machen und lassen will. Und ganz, ganz komische, tragische Geschichte. So ein bisschen wie bei Britney Spears hier. Mickey Mouse Club, ja, und jetzt machen wir dich berühmt. Und du musst. Also man sieht in dem Film halt, und das ist es, warum ich den Film nicht gut finde, den Smile 2. Schauspielerisch von ihr unglaublich gut.
Super. Sag nichts anderes, Box. Da kann ich überhaupt nicht dagegen sprechen. Das sehe ich genauso. Wahnsinn. Die Mimik ist super. Aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Sie hätten einfach zwei Filme daraus machen können. Nämlich einen Film über Britney Spears, verdammte Axt. Dieser Film dreht sich halt darum, wie schwer dieses Popstar-Leben ist und wie man da geknebelt und geknüppelt wird und wie man da kaputt geht und dann auch zu Drogen greift. Einfach psychisch und körperlich kaputt geht. Weil das ist nämlich nicht hier, ich bin Millionär und berühmt, ich hab's ja so einfach. Nein, das ist der härteste Scheißjob der Welt. Das verstehen die Leute nicht. Deshalb lest mal die Biografie von Lady Gaga, Leute. Generell, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, hast du einen harten Job. So, ne? Ja, aber ja, sogar körperlich, so als Tänzerin und Sängerin auch, ne? Ja, aber ihr halt auch körperlich, aber ich sag mal so, im normalen Influencer-Dasein stehst du mega unter Druck, ne? Du siehst alles um dich herum, manche Sachen ignorierst du, aber du stehst halt immer mega unter Druck, weil Leute was von dir erwarten. Ja. Du bist halt nicht der Maurer quasi, der, von dem du eine Mauer erwartest und das kannst du gut. Du bist halt der performen muss. Und das ist manchmal wirklich sehr, sehr schwierig. Und das kann einen auch sehr belasten, auch in seinem Privatleben, auch wenn du nicht quasi in unserem Sinne jetzt quasi online bist. Ja, und wenn du dann noch Schmerzen hast körperlich und trotzdem durchziehen musst und tanzen musst und trainieren musst, dann greifst du eben halt auch mal zu Drogen. Ne? Klar. Und das kann dann ganz schnell falsche Weichen stellen, das Ding. Und das ist ihr natürlich auch passiert. Und so fängt der Film auch an. Weißt du noch, sie geht doch in so ein Interview rein, wo sie mit diesem Kleid, wo man ihre Beine sieht, mit diesen Overknees, mit diesem Weißen auf dem Sessel sitzt. Weißt du noch? Ja, ja, ja. Und, ist dir da was aufgefallen in der Szene? Nö. Weißt du, wer sie da interviewt? Die Journalistin, die heißt doch Drew. Das kann sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beim ersten Teil sehr aufgepasst, beim zweiten Teil habe ich mir zweimal angeguckt und der hat mich wirklich echt gelangweilt und deswegen habe ich da nicht so sehr aufgepasst. Weil beim ersten, was ich nicht mag, diese Jumpscares da waren, beim zweiten Teil war das super vorhersehbar und ich habe mich null erschreckt. Also nicht mal die Stärken vom ersten Teil hatte der zweite, in meinen Augen. Der hat mich nicht am Ball gehalten, der Film. Der zweite Film ist ja ein halbes Splatter-Festival. Also der ist ja an Brutalität kaum noch zu überbieten. Der war ja, was die Szenen anbelangt, wer da drauf steht, der kommt da schon auf seine Kosten. Das kannst du nicht anders sagen. Ich bin halt ein großer Fan von Splatter und Gore und Torture-Porn, aber der hat mich halt echt null abgeholt. Wirklich nicht. Wie gesagt, ich finde, die Darstellerin hat den Film schon gerissen, diese Naomi Scott. Nicht zu verwechseln mit Naomi Watts, ne? Die ihr aus The Ring zum Beispiel kennt. Auch war sie nicht auch bei Evil Dead Rise? Ja, war das nicht auch Naomi Watts? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber die finde ich auch. Das kann ich nicht sagen, aber Evil Dead Rise war gut. Ja, finde ich auch. Das hier ist auf jeden Fall schon ein sehr gewalttätiger Film oder brutaler Film, das muss man so sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich noch zu ihrer Person sagen wollte. Das ist ja toll. Aber es gab natürlich auch irgendwie geniale Szenen, oder? Wie sie umzingelt wurde von diesen Leuten in ihrer Wohnung, die an der Decke und an den Wänden und immer, wenn sie hingeguckt hat, waren sie wieder 3 Meter näher. Das war schon geil. Und was ich mal sagen möchte zu den beiden Filmen, jeder, der da grinst, ne, wenn du mal darauf achtest, hat echt schöne Zähne. Ja, Mann. Ne, die haben einfach perfekte Zähne. Ich hätte gerne so eine Szene. Ich habe halt scheiß Ruinen in meinem Maul. Ne? Die haben wirklich strahlend weiße, schöne Zähne. Egal, wo du halt dieses Grinsen siehst. Ob das bei einem Junkie ist, ob das bei irgendjemand anderem ist, die haben wirklich immer strahlend weiße Zähne. Was einfach ein bisschen unrealistisch ist. Aber dadurch kriegst du ein Smile. Extremer, bildlich, bildgewaltiger. Ja, klar. Ne? Jetzt habe ich es wieder. Warum bin ich da schon wieder drüber weg? Diese Frau, die sie interviewt hat, hieß doch Drew. Okay. Erinnerst du dich nicht mehr? So eine hübsche, nee. Schon mittleren Alter. Nee. Aber erzähl weiter. Das war Drew Barrymore, Digga. Ich glaube, über Drew Barrymore brauchen wir hier nichts erzählen, oder? Die kennt wohl jeder. Das war Drew Barrymore und sie hat sich selbst gespielt. Sie hat Drew Barrymore gespielt, die diesen Popstar da interviewt hat. Ja, aber Schnee fällt dir auf, oder was? Schnee fällt mir auf, ja.
Aber die wundervolle Drew Barrymore, die fehlt dir nicht auch. Nee. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich bin Forrest. Forrest Gump. Ja, und wieder, du hast es wieder falsch im Kopf, ne? Ja, genau. Dumm ist der, der Dummes tut. Ja, Forrest. Ja, auf jeden Fall erlebt sie dann eine Tortur von Wahn und Albtraum und Irrsinn, tötet ihre eigene Mutter, eine Odyssee des Schreckens und der Brutalität wird da durchlaufen. Und am Ende, wir kommen direkt zum Ende, weil mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Am Ende vom Film wacht sie auf einmal auf der Bühne auf und spielt ein Konzert. Und da wird dann klar, das ist alles nicht passiert. Der ganze Film ist nicht passiert. Das war alles Einbildung. Sie hat auch gar nicht ihre Mutter getötet. Hat sie nicht. Das hat alles dieser Dämon gemacht, der nämlich deine Psyche und deine Realität komplett verändert. Nach seinem Sinn und Zwecken und Streben. Und sie bevor der dich tötet, dringt er quasi in dich ein. Und das sieht man ja auch am Ende nochmal. Das sieht man aber auch quasi, wo sie bei dem Drogendealer ist am Anfang. Ja, durch dass dieses Lächeln. Dass der am Boden liegt und so dieses mein Wecker klingelt, weil wir um 14 Uhr einen Podcast aufnehmen. So. man sieht das am Anfang, wo sie bei dem Drogendealer ist, dass der quasi so wirkt, ne? Und fast wie erstickt. So. Und das ist der Moment, den wir auch im ersten Teil schon sehen und den wir auch im zweiten Teil dann sehen, wo der Dämon quasi in sie eindringt, wo er so quasi in den Mund reinkriecht. Ja. Dann fangen die an zu grinsen. Ja. Und dann sind sie verflucht und besessen. Und der Dämon verändert dann deine Gedankenwelt und deinen Alltag. Du bildest dir Sachen ein, die nicht stattfinden. Du gehst auf einen Horrortrip, wie auf einen schlechten LSD-Trip. So kann man sich das vorstellen. Und sie spielt das grandios. Wirklich. Und am Ende, Achtung, jetzt kommt der Spoiler, das Ende. Wird sie dann wach, hat das alles natürlich nicht wirklich erlebt, steht auf der Bühne vor tausenden Zuschauern, vor tausenden Fans auf ihrem Konzert, fängt an zu grinsen und bringt sich selbst um. Und alle Zuschauer haben das gesehen. Alle Zuschauer sind jetzt quasi, das nimmt nämlich jetzt neue Dimensionen an, dieser Fluch. Genau. Alle tausende von Zuschauern sind jetzt quasi besessen. Das heißt für mich, jetzt muss Ende sein, es sei denn, das dritte wird ein Zombie-Apokalypsen-Film. Denn das wird jetzt eine globale Geschichte, das wird eine Pandemie, das ist schon mal Fakt. Und damit war der Film vorbei. Das stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber da hast du wahrscheinlich recht mit. Aber trotzdem hat mir der zweite Teil, der hat mir nichts gegeben. Den hätte es einfach nicht gebraucht. Es hätte ihn einfach nicht gebraucht. Ich finde, da hat mir die Story vom ersten Teil nochmal erzählt. Ich finde, die hätten den einfach nicht als Smile-Film so machen sollen. Der Film an sich und dann ohne dieses Smile-Scheiß und dann über das Leben eines geknechteten Popstars. Das wäre wahrscheinlich in dem Genre dann ein guter Film geworden mit der Darstellerin. Aber Leute, man braucht den nicht unbedingt. Für mich kann Smile auch allein dastehen, der erste Teil. Ja. Ne? Weil du wirst wieder mit genauso viel Fragen fast offen gelassen wie im ersten Teil auch. Nur trotzdem jetzt möchte ich dich was fragen. Stell dir vor, du bist von diesem Dämon besessen. Ne? Ja. Und du machst dich dann selber irgendwie kaputt. Ne? Mit irgendwelchen Zeugs, was um dich rumliegt und du zerstörst dich selber. Glaubst du, dass die Person, die quasi besessen ist, das noch mitbekommt? Ja, glaube ich schon. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo der Dämon quasi in dich reinkriecht und sich selbst zerstört, in diesem Fall zum Anfang mit diesem mit dieser Gewichtsscheibe, im ersten Fall mit dieser Scherbe. Ich glaube, dann bekommst du es gar nicht mehr mit. Und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm. Ich denke doch, die bekommen das mit. Die können, das ist wie gefangen im eigenen Körper. So stelle ich mir das vor. Das passiert jetzt mit dir, du fühlst die Schmerzen, aber du kannst nichts dagegen tun. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, es wird keinen dritten Teil geben. Ich weiß es nicht. Das wäre ja dann wirklich eine Zombie-Apokalypse. Der erste war erfolgreich, weil er überraschend war und weil es eine neue Idee war. Das Marketing dahinter war auch krank. Weißt du, was die in den USA für ein Marketing für den Film betrieben haben? Sowas habe ich noch nie gehört. Da haben sich Leute in Footballstadien gesetzt und nur gegrinst und die Menschen angegrinst. Und die haben sich dann ganz unbehaglich gefühlt, die Zuschauer. Mhm.
Das war Wahnsinn, was da abging. Aber wir werden sehen. Was mich jetzt stört, weil wir werden bestimmt Schelte kriegen von dem einen oder anderen. Ich habe mir ein paar Rezensionen zu dem Film, zu Smile 2 von großen Filmkanälen angeguckt, wie Eve, Horrorzeit, Kino Starts oder wie der heißt. Ey, die sind ja alle komplett begeistert. Viel besser als der erste, ein Wahnsinnsfilm. Also da stehe ich nicht hinter. Das kann ich nicht behaupten. Ich habe die ersten Thumbnails von, also kann ich auch nicht behaupten. Ich fand den nicht gut. Ganz einfach. Ich habe die ersten Reviews gesehen von Venom 3. Also ich habe die nicht gesehen, ich habe nur die Thumbnails gesehen. Weil ich möchte mir den Film erst gerne selber angucken und meine eigene Meinung dazu bilden. Aber Venom 3 soll echt nicht gut sein. Ja? Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist auch die Venom-Reihe. Ich finde es ja ganz gut. Ich mag ja auch den HD, den Darsteller. Aber ja, das ist jetzt nichts, was ich hier besprechen möchte. Weil das ist wirklich das einfachste, schnellste, billigste Popcorn-Kino, weißt du? Ja, aber ich mag Popcorn-Kino. So. Ja, ich bin gerne auch. Einfach, dass ich nicht nachdenken muss und bin unterhalten. Das mag ich gerne. Ich auch. Ich möchte aber da dann nicht tiefgründig drüber reden. Stundenlang irgendwie. Also ich werde mir den Film angucken. Ich werde mir auch Terrifier 3 angucken. Ob wir beide darüber reden, ist eine andere Sache. Aber ich sag mal so, per WhatsApp wird eine kleine Review quasi folgen. Ja, ja. Ja. Ich glaube, es wird kein Smile 3 geben, weil der zweite Teil hat uns einfach. Ja, der erste Teil hat halt Sachen hingestellt, der zweite Teil hätte Sachen aufklären müssen und das hat er nicht getan. Naja, aber darum geht's den Filmemachern nicht. Den Filmemachern geht's darum, wie die Kinokasse geklingelt hat. Und ich glaube, die hat da ganz gut geklingelt. Weiß ich nicht. Ich hab mir keine Zahlen dazu angeguckt. So, ich auch nicht. Die Zahlen, die ich gesehen habe, waren halt zu Joker 2. Und der ist halt mega gefloppt. Und zu Recht, muss man sagen. Ich sag mal, wenn Smile 3 kommt, werden wir uns beide den wahrscheinlich angucken. Natürlich. Aber ich sag mal so, ich glaube nicht, dass er kommt. Ich kann's Smile mir. Smile 1 hat uns, wie gesagt, Fragen gestellt, hat uns Sachen hingestellt, hat gesagt, okay, spekuliert mal. Und Smile 2 hat gesagt, weißt du was, ich mach den ganzen Scheiß nochmal von vorne, aber ich gebe euch keine Antworten. Ja, also für mich. Ich glaube, deswegen. Für mich ist das ein endgültiges Ende, Smile 2, weil für mich ist das jetzt eine Pandemie und die ist nicht zu stoppen. Wie denn? Auch du kriegst ja einen kaum gestoppt. Ne? Oder du kriegst einen gar nicht gestoppt. Keine Chance. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da dann auch wirklich noch ein dritter kommt. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber dann wird diese Serie quasi so ins... Also es wird so versinken. Weißt du, es ist so, ach ja, kam ein neuer Smile-Film. Es ist genau wie mit The Purge. So. Die ersten zwei, drei Teile waren gut und dann hast du gesehen so, oh, es kam The Purge, die Serie, es kam The First Purge. Ja, du hast dir so gedacht, so, ja, guck's dir mal an, aber dafür rennst du nicht ins Kino. Dafür gibst du kein Geld aus. Und ich sag mal so, wenn ich ins Kino gehe, warte ganz kurz, bist du ein Schmuggler im Kino? Nein. Doch, ich schon. Ich hab das einfach nicht nötig, Digga. Du bist halt fucking rich. Nein, überhaupt nicht. Da kann man nichts gegen sagen. Nein, aber wenn ich mir schon eine Kinokarte hole, dann hole ich mir da auch die Nachos und die Coke oder das Bier. Die Nachos sind sehr, sehr wichtig, weil die Soße warm ist. Ansonsten, also ich bin ja meistens nur quasi zu zweit im Kino. Ich gehe nicht alleine ins Kino. Fühle ich mich irgendwie scheiße bei. Ist so, als würdest du quasi in ein Restaurant gehen alleine. Ja. Ich gehe nur zu zweit ins Kino und wenn du halt Popcorn und Nachos und auch vielleicht noch Getränke dazu kaufst, dann bist du halt bei 60 Euro mit der Kinokarte. Für einen Scheißfilm. Ich bin der Typ, der da reinschmuggelt, normale Getränke da reinschmuggelt und der auch vielleicht noch mal so eine Tüte M&M's da reinschmuggelt. So, was ich mir kaufe, ist halt die Kinokarte. Ich kaufe halt, wenn meine Begleitung das mag, ich mag es nicht so, weil es meist kein salziges Popcorn gibt, kaufe ich halt Popcorn und Nachos mit Käsesoße. Ja, aber Eis bringst du ja wohl. Ich bin ein Mega-Schmuggler im Kino. Früher habe ich immer Eis gekauft im Kino, das kannst du ja schlecht selber mitbringen. Ne? Also ich habe tatsächlich. Aber wer will denn Eis im Kino?
ich so als Kind, ne? Aber ich habe tatsächlich einmal wirklich Bier reingeschmuggelt mit meinem Kumpel, und zwar einen ganzen Kasten. Und das war bei Werner Beinhardt. Du hast einen ganzen scheiß fucking Kasten da reingeschmuggelt? Einen ganzen Kasten Flensburger, ja. Respekt. Also nicht ich alleine, aufgeteilt, ne? Auf uns. Und das war bei Werner Beinhardt. Und dann rollten auch von den Reihen hinter uns den ganzen Film über rollten leere Flaschen unter den Sitzbänken und runter. Das war mega. Ey. Es ging immer. Irgendwo im Kino, in irgendeiner Ecke ging es immer plopp. Ja, aber wenn man es mal runterbrechen möchte, so Kino ist halt scheiße teuer. Und ich Ja. überlege mir sehr gut, zu welchen Filmen ich ins Kino gehe Ja, das und muss welche man. ich Das muss vielleicht man. auch manchmal einfach online gucke. Deshalb möchte ich auch jetzt noch mal abschließend sagen, geht nicht für Smile 2 ins Kino, ist meine Meinung. Ist Nein, einfach nein, ganz nein. subjektiv. Der ist nicht gut genug. So. Wenn ihr ins Richtig, Kino wartet wollt und bis. habt manche Filme noch nicht gesehen, dann geht zu, wahrscheinlich läuft es immer noch, geht zu Deadpool und Wolverine. So, der unterhält euch, der holt euch ab. Ja, den kann man im Kino Aber schauen. Smile 2 nicht. Smile 2, Und wartet, bis er gestreamt wird und dann guckt ihn euch ruhig auch auf jeden Fall an, aber ins Kino, nee. genau wie Joker 2. So, Joker 2 sollte sich niemand angucken. Mach ich auch nicht, hab ich auch nicht. Ja, ich schon, so wie du weißt. Und ich war mega angepisst dadurch. Nee, aber so ein Kinoerlebnis ist für mich immer was Besonderes. Ist für mich immer, also so ein Kinoerlebnis ist mir so eine Date eigentlich. Ne? Und dafür bezahle ich viel Geld. Und dieses Geld ist Smile 2 einfach nicht wert. Richtig. Wenn ich das jetzt so vergleiche mit, ich war bei Braveheart dreimal im Kino. Braveheart ist so ein Kinoerlebnis gewesen, unnormal. Der ist ja auch gut. Der ist monströs gut. Ich bin auch gerne bereit dazu, quasi zu guten Filmen einfach zwei oder dreimal ins Kino zu gehen. Das war Ich halt meine, zu das Kino früheren ist Zeiten. quasi 5 Minuten Fußweg von mir weg. Ne? Guck So, also. mal. Früher gab es kein Streaming und bis so ein Film in die Videothek kam oder als Kauftitel, das hat ewig gedauert nach Kino-Release. Und deshalb, ich fand den aber so gut, ich wollte ihn dann einfach nochmal und nochmal gucken. Ne? Dann bin ich dreimal ins Kino gelaufen. Heute ist das ja so, da hast du ja ruckzuck hast du den Film ja. Klar. Ja. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, so, ne? Ich meine, du und ich, wir sind jetzt auch schon Kinogänger, aber wir sind halt auch nicht die Typen, die für jeden Scheißfilm ins Kino gehen. Auf keinen Fall. Und die meisten da draußen, seitdem Netflix quasi so abgebaut hat, die streamen einfach Filme. So. Und das finde ich auch okay, weil so können, also wenn ich einen guten Film sehen möchte, dann gehe ich ins Kino. Wenn ich mir einen schlechten Film angucken möchte, mache ich das über Streaming. Ist vielleicht illegal, shame on me, aber damit unterstütze ich ja einfach gute Filme, ne? Filme, die mich abholen. Und ich bin keinem darüber böse, wenn der quasi sagt, ey, Roxy Schmoxy, ich habe mir den Film quasi über Streaming angeguckt und ich fand den gut, ich fand ihn schlecht. So, wenn du ihn gut fandest, dann unterstützt ihn. So, das war früher, ich habe schon, also, ne, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern kann, ich habe schon Musik gezogen, da war das noch nicht mal illegal, Musik zu ziehen. Und wenn ich die Musik gut fand, habe ich die CD oder die LP gekauft. Und ich finde, das ist auch vollkommen okay. So, wir sind in der Zeit, ne? Wir sind in der Zeit, wo einfach unsere Internetleitungen so gut sind, dass wir das einfach können. Guckt nicht jeden Film quasi über Streaming, ne, über irgendwelche illegalen Seiten. Aber machen wir uns nichts vor, jeder und der Zuschauer guckt halt Sachen über Streaming. Keiner kauft jede DVD, Blu-ray, geht ins Kino für jeden Film. Nein, das Und kannst du auch gar nicht machen. Das ist ja auch das kann Schwachsinn. sich keine Sau leisten. Nee, das geht ja auch darum, dass es das auch nicht wert ist, ne? Da kannst du das Geld gleich anzünden, wenn du für jeden Kackfilm ins Kino läufst. So wie das Pimmelgesicht Arni, Grüße gehen raus, der sich einfach mal eine Joker 2-Karte zieht, obwohl wir ihm vorher gesagt haben, mach's nicht. Wir hatten vorher einen Podcast. Und der Typ, also Arni, ne? So, mein lieber Freund Arni, schreibt mir am nächsten Tag, ich habe Sachen gemacht, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht habe. Ich bin aus dem Kino gegangen, weil der Film so scheiße war. Du hast ihm das gesagt, ich habe ihm das gesagt und der Idiot läuft ins Kino. Ich liebe den, aber an der Stelle war er ein Scheißidiot.
Hallo? Du, ich war kurz weg. Bist du da? Ja. Was los? Ja, nee, nix. Ich glaube, wir sind fertig für heute, oder? Ja, ich habe auch mehr nicht zu sagen zu diesem Film. Und gut ist, wir haben auch eine Dreiviertelstunde, ist doch top. Man muss es ja nicht kaputt reden. Aber weißt du, also du und ich, wir sind ja quasi leidenschaftliche, quasi Hobbyköche, ne? Ja. Ich werde morgen in den WMF-Laden meines Vertrauens laufen, werde mir den V-Hobel holen, der echt scheiße teuer ist. Ich hab einen V-Hobel von Nicer Dicer. Aber ich wünsche mir schon echt eine lange Zeit den V-Hobel von WMF, weil der einfach geiler ist. Und dann werde ich Kartoffeln slicen, dann werde ich Äpfel slicen und dann werde ich Wirsing blanchieren, wird das Ganze quasi geschichtet in eine Auflaufform geben, eine Pejamel-Soße mit viel Zwiebeln dazugeben und das Ganze mit Käse und also mit veganem Käse natürlich und mit veganer Butter und Semmelbrösel Gemisch, ne? Man kennt dieses braune Butterding, überbacken. Das hört sich sehr, sehr gut an. Vielleicht bekommt der ein oder andere in meinem Privatleben ein Foto davon. Ich habe da mega Bock drauf. Das hört sich sehr, sehr gut auf diesen V-Hobel. Bis auf den veganen Käse und die vegane Butter hört sich das perfekt an. Ist gar nicht so scheiße, wie man sich vorstellt. Wenn man es mal ausprobiert, das funktioniert schon genauso wie normaler Käse. So. Nein. Ich möchte halt doch. Ich möchte halt ein bisschen veganer leben und das ist halt auf. Man muss halt ein bisschen Abstriche machen. Ne? So, und wie gesagt, ich bin halt kein Veganer, ich bin halt Vegetarier. Und ich bin halt nur Vegetarier und kein Veganer, weil ich halt Parmesan nicht ersetzen kann. Ich ersetze alles in meinem Leben und bin auch sehr cool damit und sehr gut damit. Aber Parmesan kannst du halt nicht ersetzen. Funktioniert nicht. Und ich liebe Parmesan. Ja, geiler Scheiß. Hartkäse sowieso. Toll. Ja. Pomodoro und hast du nicht gesehen. Wunderbar. Ja, das ist das, was ich morgen tun werde. Vielleicht folgt der andere oder der eine oder andere mir rein und vielleicht poste ich ein Bild davon. Ansonsten, wie gesagt, zum Film habe ich nicht mehr viel zu sagen. So, der erste hat mich noch halbwegs unterhalten. Der zweite hat mich nicht mal mehr erschreckt. Und das ist meine Meinung dazu. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ganz ehrlich. Ja. Richtig, gut. Dann können wir es so stehen lassen, mein Lieber. Dann darfst du dich verabscheuen. Das nächste Mal würde ich gerne, und ich spoilere das mal hier voraus, und es ist ja noch gar nicht ganz abgesprochen, aber ich würde gerne mit dir Castaway besprechen. So, weil ich einfach Bock habe, den Film nochmal zu gucken. Und das quasi schon zur Hälfte getan habe, vor unserem Podcast. Ich würde gerne einen weiteren Klassiker und eine grandiose Geschichte von Tom Hanks quasi besprechen. Auch wenn es älter ist. Ja, und, wir haben ja heute einen brandneuen, seit einer Woche ungefähr, oder ein oder zwei Wochen läuft dieser Film im Kino, Smile 2. Da können wir nächste Woche wieder gerne einen Klassiker machen. Castaway werde ich mir vorher nicht nochmal anschauen, aber ich meine mich gut genug an den Film erinnern zu können. Können wir gerne machen. Ja, großartiger eine Film. Weitere grandiose Nummer von Tom Hanks. So, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ja. Und habe ich Bock drauf. So, habe ich Bock drauf. Und machen wir. Was danach kommt, wir werden sehen. Ne? Was wir werden sehen. Erwartet uns danach, das weiß man nicht. Aber ja, ich freue mich drauf. So, ich freue mich, wie gesagt, jeden Sonntag oder die ganze Woche darauf, dass ich so am Sonntag mit dir quasi hier meinen Scheiß besprechen kann. Oder mein Zeug dazu geben kann. Ja, und ich finde es auch gut. Also mir macht das Spaß und es ist nice und es ist fein und dann wird's. Jetzt haben wir uns ja schon aus dem Fenster geht. Also nächsten Sonntag kommt Castaway, Leute. ja. Aber ohne Gast. Ich finde, das ist ohne Gast, das funktioniert besser. Ich glaube, unsere, wir haben ja auch privat miteinander geschrieben, ich mag den Matti sehr so, ich habe den sehr, sehr lieb. Das ist einer irgendwie meiner besten Freunde so, aber brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, wir beide funktionieren einfach besser zusammen, weil wir uns weniger unterbrechen. Ne? Weil jeder mal kurz zurückhalten kann. So, klar habe ich einen großen Redeanteil in diesem Podcast. So, aber wenn ich mich dazu entscheide, mich zurückzuhalten und dich mal reden zu lassen, brauche ich keinen Dritten, der dir dann trotzdem ins Wort fällt.
Ja, und das hat der Matti ja nicht wirklich getan, aber ich glaube, wir beide zusammen machen das besser als mit irgendeinem Gast. Genau, denke ich auch. Gut. Gut. Du darfst den letzten Gruß raushauen. Ich sage von mir aus tschüss, ihr kleinen Filmschlingels. Ja, meine lieben Patienten, ich hoffe, ihr habt alle eure Tabletten genommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Samen und Spermen, schnallt euch immer an, verhütet euch das Siegenfeuer raus, denkt an eure Zimmerpflanzen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wenn nicht, dann werdet bitte gesund. Und ich hoffe, eure Liebsten sind auch gesund. Und ansonsten hoffe ich, bei euch scheint die Sonne immer noch. Bei uns hier im schönen Stralibu ist halt Nebel seit 3 Tagen. Lass knacken, Hakuna Matata und Medal of.